Nur 30% der Probandinnen in Studien sind weiblich und 70% der Studien werden an männlichen Probanden durchgeführt, auch Medikamentenstudien zum Beispiel. Und es reicht sogar in die Tierstudien hinein, dass man Tierversuche an männlichen Mäusen zum Beispiel durchführt. Der Gender Health Gap, vielleicht ist euch das schon einmal begegnet, aber was ist das eigentlich? Dabei handelt es sich um eine Ungleichheit in der Behandlung von Männern und Frauen. Und es gilt für beide Geschlechter. Wie kann sich der Gender Health Gap im Alltag äußern? Zum Beispiel hat man in Studien nachgewiesen, dass Frauen in der Rettungsstelle länger warten, wenn sie Schmerzen haben, weil wir das nicht so ernst nehmen. Aber auch Männer haben ein Gender Health Gap. Bei ihnen ist es so, dass zum Beispiel zahlreiche psychische Erkrankungen nicht richtig erforscht sind. Es gibt dazu weniger Daten und Studien, aber auch ihre Behandlung ist verzögert. Was können wir alle jetzt tun, um den Gender Health Gap zu schließen? Also erstmal ist es gut, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln und sehen, wir haben die Geschlechter ungleich behandelt und es gibt zum Beispiel zu Herzinfarkten mehr Daten für Männer, dafür gibt es weniger Daten über psychiatrische und psychologische Erkrankungen bei Männern und dann könnten wir das nivellieren und Daten schaffen, Studien und wissenschaftliche Erhebungen, sodass diese Gender Health Gap weniger wird und beide Geschlechter davon profitieren mit einer besseren Qualität in der medizinischen Behandlung.